Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir machen jetzt hier weiter bei der schlimmen Tina. Gucken wir mal. Ah, so eine blöde Bob's Burgers Karte gäbe es da. Brauche ich nicht wirklich. Naja, gucken wir mal. So, jetzt haben wir natürlich. Der sturzbetrunkene Bill könnte auf jeden Fall schon mal ein interessanter Start sein. Erstens hat er eine gute Mauer. Zweitens dreimal Cripple All. Dann spiele ich jetzt noch den Bob Jean aus. Dann macht von denen gar keiner mehr einen Schaden. Und, naja, gut, okay. Die PTA-Rivalität macht natürlich in dem Fall dann schon einen Schaden. So. Aber auch nur wegen dem Boxen. So, jetzt gucken wir uns mal an. Das wäre die Mummy-Mumie. Die dann natürlich Bob Jean wieder schützen und pushen kann. Ne? Das ist insofern gar nicht mal so verkehrt. Wurde ja gefragt, warum hast du denn überhaupt noch diese blöde Kostümkarte da? Diese Common-Kostümkarte im Deck. Oh. What the hell? Ja, und da sieht man es eben hier, ne? Also, die Mummy-Mumie kann auch mal sehr effektiv sein. Jetzt mache ich erstmal die Roller Derby Haley. Einfach mal, um eine eigene Karte zu schützen. So, und jetzt ist es passiert. Okay. Ja, dann spiele ich jetzt mal hier den Baseball-Bobby aus. Er wird jetzt sowieso geschützt von der Roller Derby Haley. Und das ist eben das Tolle, also momentan an diesen Karten. Ich war ja auch ursprünglich der Meinung gewesen, ne, Baseball Bobby, hat mir auch wirklich nicht viel gebracht zu dem Zeitpunkt, weil ich ja nur den Baseball Bobby als Sportkarte hatte. Ich hatte sonst keine. Das hier ist natürlich mega fett, ne? Also wenn die sich gegenseitig hier pushen. Wieso hatten die nur noch zwei Leben? Wenn die sich jetzt hier gegenseitig, ach so, wegen der Sechserbombe da. Wenn die sich da gegenseitig pushen, ne? Ist das schon eine ziemlich coole Sache. Also, very, very nice. Und dann vorhin habe ich ein Ding gelesen, auf der Facebook-Gruppe von, Animation Throwdown. Also, ist nicht die Facebook-Gruppe, sondern es ist tatsächlich die offizielle Animation Throwdown-Seite von Kongregate auf Facebook. Und da schreibt doch tatsächlich die eine hier. Also, mach du mal die Simpsons rein. Da bin ich auch voll und ganz ihrer Meinung. Ja. Aber schmeißt dafür die Schrott King of the Hill-Karten raus. Oder denke ich mir, what? Hast du eine Meise? Ja. Sorry, aber gerade die King of the Hill Karten, ja. Peggy, Propane, für den Anfang zum Beispiel auch der Hank mit seinem Teufel Hank und so weiter. Ja, ey, sorry, aber ey. Das ist für mich nichts, was die Leute von Kongregate rausschmeißen sollten. Also, das ist totaler Irrsinn. Aber, naja, gut. Ah, jetzt vor lauter Gelaber mache ich hier schon Käse. Jetzt habe ich hier die PTA-Rivalität wieder. Hätte ich doch bloß mal jetzt die Amy da ausgespielt. Naja.
Ja, das Ding, das ist sowieso, es wird trotzdem gewonnen werden. Da mache ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf. So, in der nächsten Runde ist die PTA-Rivalität sowieso down. Ja, und dann spielen wir hier noch eine Amy aus. Die pushen sich schön. Das funktioniert jetzt auch alles wunderbar. Rechts, links. Cool. Jawoll. So. Mal gucken. Kann ich denn da überhaupt noch irgendeinen, noch einen Fight kann ich hier noch machen? Hier nämlich. Wieder Bob's Burgers. Naja. Und dann haben wir auch schon wieder die Abenteuermission für heute abgeschlossen. Gucken wir mal. Ist ja noch alles relativ easy hier. Na. Jo. Was soll ich denn da jetzt großartig machen? Spiel ich das allein? Das ist jetzt mein Essen an Peter. Eieieiei. Dann jetzt hier mal die Amy, die den pushen soll, nochmal extra. Auch wenn ich jetzt hier noch keine Support. Oh, kommt der Beef Squatch? Nee, oder? Also das ist ja jetzt nicht wirklich das. Ey, das ist jetzt nicht gut. Der Beef Squatch ist jetzt nicht wirklich gut. Jetzt brauche ich eine zweite davon. Ich hoffe, dass die sich jetzt relativ schnell hier hoch. Alter Vater. Ey, das ist jetzt echt Hardcore-Kacke gelaufen. Ja, wenigstens machen die. Ja, die Roller Derby Haleys. Boah, da kommt der zweite davon. Nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Dann käme ich nicht mehr beim Beef Squatch durch. Das kann ich jetzt mal gar nicht bringen. Mache ich hier lieber nochmal so eine Luise hin. Okay. Und jetzt ist das Ding eh gelaufen. Ja. Roller Derby Haley ballert den Beef Squatch weg. Habt ihr es gesehen? Ja. Die zwei Mädels, sie gehen gut ab. Ja. Die zwei nebeneinander, mein lieber Scholli, ey. So. Ja. Das war's jetzt hier von der schlimmen Tina auf Gold. Jetzt machen wir nochmal ein paar Arena-Battles. Bis gleich. Macht's gut und tschüss.